Martin Drucks ist experimenteller Informatiker und arbeitet als Softwaretester in Berlin. Soweit nicht ungewöhnlich, wäre da nicht ein Detail, das ihn von den meisten Menschen unterscheidet. Martin hat das Asperger-Syndrom. Das ist eine Form von Autismus. Und er ist einer von wenigen Menschen aus dem Autismus-Spektrum, die ein normales Berufsleben führen. Wie schwierig es bis dahin war, zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen, das hat Martin nicht vergessen. Was sind Ihre drei größten Stärken oder größten Schwächen und wo wollen Sie in 5 Jahren stehen? Das weiß man natürlich jetzt noch nicht, aber die wollen halt trotzdem, dass man irgendwas sagt. Und das ist natürlich auch schwierig, weil wenn ich Sachen noch nicht weiß, fällt mir das halt nicht so leicht, da irgendwas zu sagen. Es gibt andere Leute, die können das wahrscheinlich besser. Vor allem das Filtern und Bewerten von Eindrücken bereitet den meisten Autisten Schwierigkeiten. Und diese Probleme zeigen sich am stärksten im sozialen Umgang mit anderen Menschen. Die Mimik und Gestik ihrer Gesprächspartner richtig zu interpretieren, ist für viele autistische Menschen schwierig, wenn nicht unmöglich. Ob ein Kollege etwa wütend oder verzweifelt ist oder ob er nur einen Spaß macht, können die meisten nicht unterscheiden. Und auch Ironie oder Sarkasmus ist ihnen fremd. Behindert fühlt sich Martin Drucks deshalb aber noch lange nicht. Ja, Autismus ist ja eine Art zu sein und ist keine Behinderung. Also jedenfalls so, was die Leute, die ich hier kennengelernt habe, da würde ich also nicht sagen, dass hier das Klima einer Behindertenwerkstatt aufkommt. Es ist halt eine IT-Firma und wir machen hier Dienstleistungen, Software-Testen. Auticon, das Unternehmen, bei dem er arbeitet, ist trotzdem keine normale IT-Firma. Denn die Firma beschäftigt ausschließlich Menschen aus dem Autismus-Spektrum als Software-Tester. Dirk Müller-Remus ist selbst Vater eines autistischen Sohnes und hatte die Idee zur Gründung von Auticon, als er mit seiner Frau eine Selbsthilfegruppe besuchte. Da waren 25 Asperger-Autisten, alle erwachsen. Und jeder hat nach und nach erzählt aus seinem Berufsleben. Und das war so erschütternd für mich, weil allesamt, das waren alles hellwache und intelligente junge bis ältere Menschen und keiner von denen hatte einen Arbeitsplatz. Und die haben alle eigentlich die gleiche Story erzählt, dass es eben nicht so sehr an der Fachkompetenz lag, warum das nicht funktioniert hat, sondern einfach daran, dass sie mit den sozialen Regeln im Betrieb einfach nicht zurechtgekommen sind. Dabei sind viele Asperger-Autisten dem Durchschnittsmenschen klar überlegen. In Mustererkennung beispielsweise, in Konzentrationsfähigkeit oder Detailgenauigkeit. Eine komplizierte, aber sich ständig wiederholende Tätigkeit auszuüben, ist für viele Menschen eine Qual. Asperger-Autisten bereitet das keine Schwierigkeit. Diese Fähigkeiten wiederum sind Unternehmen, die ihre Software auf Fehler überprüfen wollen, viel Geld wert. Friedrich Nolte vom Autismus Deutschland e.V. bewertet solche Modelle, mit denen Autisten ein unabhängiges Leben ermöglicht werden kann, zwar insgesamt positiv, sieht aber auch ein Missbrauchspotenzial. Das würde ich jetzt auch erstmal als Chance begreifen, aber gleichzeitig ist natürlich auch die Gefahr, dass die Betroffenen tatsächlich für Aufgaben eingesetzt werden, die anderen vielleicht als zu stupide oder als abstumpfend vielleicht auch gelten dann und insofern dann auch wieder ausgenutzt werden. Diesen Vorwurf weist man bei Auticon weit von sich. Die Arbeitsumgebung wurde in Absprache mit den autistischen Kollegen bewusst reizarm und ablenkungsfrei gehalten. Und nicht-autistische Jobcoaches stehen den autistischen Software-Testern jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Dass dieses Prinzip aufgeht, zeigte sich für Dirk Müller-Remus kürzlich, als ihn seine als eher ungesellig geltenden Kollegen mal wieder angenehm überraschten. Unsere Mitarbeiter hier in Berlin haben zusammengesessen, also unsere autistischen Mitarbeiter, und haben von sich aus vorgeschlagen, Betriebsausflug zu machen. Und das zeigt schon mal, also dass es wohl doch ein bisschen anders ist, als es oftmals so gedacht wird. Gut, dass es dann ins Technikmuseum nach Berlin ging, okay, das ist jetzt was anderes. Auticon alleine wird die horrende Arbeitslosenquote von Autisten nicht senken können. Und nur rund 15% aller Menschen mit Asperger-Syndrom interessieren sich überhaupt für Computer und Informatik. Umso wichtiger ist es also, dass auch diejenigen Autisten mit ihren Fähigkeiten endlich ernst genommen werden, die nicht ins vergleichsweise gut zu vermarktende Nerd-Schema passen.